Herzlich willkommen, ihr seid wieder bei Steinzeit gelandet. Freut mich sehr, dass ihr zuschaut. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, die wir immer kriegen. Heute geht es wieder um Geld, um unser neues Finanzsystem. Mein Gast ist wieder aus der Schweiz zu uns gekommen. Hans-Jürgen Klausner hat mit seinem Humanweg schon viel erzählt. Und heute wollen wir mal schauen, inwieweit die Alternativen PayPal, Bitcoin oder auch der Plan B mit diesem System konkurrieren können. Und ich sage herzlich willkommen, Hanni und Hans-Jürgen Klausner. Ja, danke, Danke, dass Sie herzlich. die Hanni immer mitbringen. Unser Studiohund bringt uns immer Glück irgendwie, immer gutes Feeling hier. Herr Klausner, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja ein Mensch, der sich in vielen Bereichen sehr gut auskennt, gerade was Ihr Finanzsystem angeht. Da sind Sie ja wirklich mehr drin wie irgendjemand anders. Aber inwieweit kann denn dieses System mit den jetzigen Alternativen, gerade was Bitcoin betrifft, mithalten? Gut, ich gebe gerne meinen Zuhörern einen kleinen Hinweis, wie man was zuordnen kann, sagen wir mal, ja. Wenn Sie Geld sich immer als Produkt vorstellen, dann bleiben Sie in der Steinzeit, meiner Ja, Meinung nach, geistig. Wortspiel. Ja, ich meine, eine Kreditkarte hat mal in Österreich, ich war damals in Österreich oder ich bin öfters in Österreich, große Plakate aufgehängt mit Bernie und der Fred Feuerstein, oder? Und drunter stand, Geld ist Steinzeit. Da habe ich gedacht, haben die mein Buch gelesen? Weil das ist mein Begriff. Also Geld, Materie, materielles Geld oder sogenanntes Tauschgeld, Tauschmittelgeld ist immer Steinzeit. Ja. Ich habe dann gesagt, ja gut, jetzt habe ich kapiert, das ist eine Kreditkarte, dann sind die im Mittelalter. Aber die Zukunft ist entmaterialisiertes Geld. Und die, die ich jetzt hier in den Vergleich bringen möchte, ich habe nirgends ein richtig entmaterialisiertes Geld gefunden. Ja, es gibt keines. Ja. Überall ist Geld irgendwo zuerst ein Tauschmittel, dann muss man es kaufen. PayPal müssen Sie mit Cash einzahlen, Bitcoin müssen Sie kaufen. Ja. Das heißt, es ist immer entweder sogar noch ein spekulatives Element drin, ja, dass man ja immer glaubt, Geld sei ein Produkt. Und mein Geld, Euroweg, auf der Basis der Humanwirtschaft, ist nie mehr ein Produkt, weil ihre Produkte, ihre Leistung stehen im Vordergrund. Und das zukünftige, wirklich zukünftige Geldsystem ist nur noch die Buchhaltung der Warentransfers. Wenn Sie verstehen, Warentransfer ist das einzige Reale und Geld ist nur eine Buchhaltung dazu. Dann ist die Banknote heute die provisorische Buchhaltung und wir machen die definitive Buchhaltung. Und jetzt ist entscheidend, wer macht das Geld? Mal die Könige bis vor 300 Jahren, dann die Banker, alles Monopolgruppen, ja, Machteliten kann man sagen. Und das entmaterialisierte Warentransfergeld oder eben Warengeld, das machen die Unternehmer selber. Jetzt können Sie sich fragen, wollen wir, dass uns immer eine Obrigkeit sagt, wie viel Geld wir kriegen? Und natürlich machen sie am liebsten zu wenig, damit man uns schön unten halten kann, weil ein armes Volk ist scheinbar leichter zu regieren als ein reiches. Ist auch bekannt. Oder wollen sie tatsächlich, dass alle reich sind, alle Wohlstand haben und sich selber regieren? Dezentral. Wie die dezentrale Geldschöpfung in der dualen Beziehung Lieferant und Kunde? Die schöpfen ihr eigenes Geld mit Euroweg oder wollen sie nach wie vor eine Monopolgesellschaft, die so tut, wie wenn sie die Weisheit kenne und wie viel Geld es braucht? Also das ist die Frage. Also ich meine, jeder Mensch wird wahrscheinlich sagen, ja, wenn es darum geht, dass uns Wohlstand garantiert wird, wenn es uns allen besser geht, wird kaum jemand sagen, nö, das möchte ich nicht. Helfen Sie mir doch mal bitte geschichtlich ein bisschen. Es gab ja eine Zeit im Mittelalter, der Bau der großen Kathedralen. So wie ich gelesen habe, wie ich es mitbekommen habe, gab es damals eine Zeit, in der die Menschen viel mehr frei hatten wie heute und trotzdem viel mehr Geld produziert worden ist. Sie hatten so viel Geld übrig, dass die über Jahrhunderte hinweg die riesengroßen Gotteshäuser hinstellen konnten. Was lief denn damals anders und wie hat es funktioniert da? Sie bringen mich gerade auf den zentralen Punkt fast. Ja, was mal immer als gern als Lösung angeboten wird, ob das Schwundgeld heißt, Silvio Gesell heißt, Wörgler, Experiment von Wörgl und dann kommt noch die Kathedralengeschichte dazu. Ich habe das hier in meinen Folien, die wir nachher anschauen, habe ich das auch mal plakativ nochmals hingestellt zur Diskussion und meine Version dazu erzählt. In den Geschichtsbüchern, die Sie lesen und wenn auch hier Leute sitzen, die Ihnen Plan B oder sowas erzählen, die lassen immer die Grundwahrheit weg. Wissen Sie, was die Grundwahrheit ist? Ganz einfach. Wenn Sie Bürgermeister sind einer Gemeinde,
wie der Herr Unterguckenberger in Wörgl. Und Sie sagen, meine Visitenkarten, ich habe jetzt gerade keine da, schreibe ich hinten drauf 100 Euro. Und wenn Sie allen diese Karten verteilen und sagen als Bürgermeister, damit könnt ihr meine Steuern bezahlen, die ihr mir schuldet, dann nimmt das jeder. Egal, ob das ein Silvio Gesell erfunden hat mit einer Lagergebühr, mit der Stempelmarke, mit Abreißen von Coupons, dann nimmt das jeder, weil es der Staat als Zahlungsmittel anerkennt. Das ist ganz einfach die Botschaft. Mhm. Und auch im Mittelalter mit den Praktiaten, wie man das genannt hat, Schwundgeld. Der König hat es ja genommen, er hat es ja auch ausgegeben. Er hat gesagt, dafür müsst ihr keine Steuern mehr zahlen, aber ich gebe euch allen Monaten neues Geld und behalte ein bisschen dabei. Und damit der Geldverlustmensch, oder? Der Mensch schaut eben nach seinem Vater, der gesagt hat, was, jetzt zieht er mir wieder 10% ab pro Monat, Ende Jahr habe ich ja nichts mehr, oder? Oder auch 1% pro Monat. Dann schenke ich es lieber der Kirche und kaufe mir das Heil im Jenseits. Mhm. Ja? Das war der Grund, warum sie dann Kathedralen gebaut haben. Und die Idee, dass man mehr Zeit hat, im Mittelalter hat man immer viel Zeit gehabt. Die Bauern mussten warten, bis der Weizen gewachsen ist. Die hatten immer genug Zeit. Die haben nicht so extensive Milchwirtschaft betrieben wie wir. Die mussten nicht jeden Monat eine Leasingrate für den Traktor oder für den Mähdrescher bezahlen. Und es gab noch kein Facebook. Das auch noch. Ja. So. Also das sind falsch dargestellte Geschichten, die ich gerne korrigieren möchte, was ich auch heute zum Thema gemacht habe. Wir vergleichen mal wirkliche Lösungen. Mhm. Da wird die Geschichte als Lösung missbraucht. Die Geschichte war aber nicht so, die war ganz anders. Autoritäten können immer sagen, ich akzeptiere meine Visitenkarte, da schreibe ich hinten drauf eine Zahl, eine Währung, Euro, verstehen Sie? Und vorne steht meine Adresse, Name und dann unterschreibe ich es noch als Bezugspunkt und dann ist es ein juristisch gültiges Dokument als Kaufkraft. Das ist Geld. Mhm. Da können Sie draufschreiben, wo Sie wollen. Sie können auf den Prospekt mit Ihrer Adresse draufschreiben, Sie noch als Schuldner. Und dann, wenn Sie das akzeptieren, wir haben ja das ja gehabt, das ist ja der Wechsel gewesen, der Unternehmer. Steht im Lexikon, war ein Unternehmer eigenes Kreditgeld in Zeiten großen Geldmangels. Und was haben die Banken gemacht? Sie haben gesagt, das ist nicht mehr modern. Man kann es nicht elektronisch darstellen. Aus der Mode gekommen. Ich bringe den elektronischen Wechsel mit Euroweg. Ja? Ich habe es ja so verstanden, dass Ihr Kristallwasser hilft, das Ganze nicht nur zu verstehen, sondern auch irgendwie zu verinnerlichen. Also es ist nicht nur Wasser, was Sie hier mitbringen, sondern das ist auch eine gewisse Frequenz, eine gewisse Schwingung, die mitkommt und ein gewisser Erkenntnisprozess damit einhergeht. Hab ich so richtig verstanden? Ja? Genau, das geht es. Ja. Ich habe ja 10 Jahre Pause gemacht. Ich hatte 2005 meine letzten Vorträge gehalten, habe 10 Jahre an die Menschheit geredet. Pause von Ihrer Arbeit? Von meiner Informationspolitik, möchte ich mal sagen. Ja. Euroweg, das ich ja 1994 geschrieben habe, also meine Humanwirtschaftstheorie. Das Wort Humanwirtschaft hat man mir schon ein paar Mal geklaut. Da gibt es mehrere Bücher, die den Titel benutzen. Aber wenn Sie nachschauen, wann habe ich das erste Mal Humanwirtschaft vorgestellt in Videos. Es gibt 1998 ein Video von mir, das Ende des Geldes oder der Bankencrash sozusagen, habe ich dort auf einem 2-stündigen Video schon vorgestellt. Es wird jetzt oft mit dem Wort Humanwirtschaft ein bisschen was demonstriert oder kommuniziert, das aber nicht die reine Entmaterialisierung des Geldes hat. Und da habe ich nach 10 Jahren Vorträge, habe ich dann aufgehört, gesagt, die Menschheit, die braucht sehr wahrscheinlich noch 100 Jahre, bis sie mich versteht. Mhm. Ja? Und dann komme ich wieder mal nach Österreich, da gibt es dann den Franz Hörmann, dann hat man mir gesagt, du, das war 2011, also 6 Jahre nach meiner Einstellung, meiner Bemühungen, der Menschheit Humanwirtschaft zu erklären. Ja, der Herr Professor erzählt jetzt das Gleiche, was ich schon seit 10 Jahren predige, also 15 Jahre. Haben wir zusammen eine Partei gegründet, habe ich meine 900 Leute wieder aktivieren wollen und bei einem komme ich zu einer Dame hin, die stellt dann eine Flasche auf den Tisch. Also nicht, also so eine, ja? Ja. Und sagt, du hast jetzt 10 Jahre Vorträge gehalten und keiner hat dich verstanden. Ja? Aber wenn du ihnen dieses Kristallwasser gibst, wird dich jeder verstehen. Das war die Botschaft. Dann habe ich gedacht, na, das ist ja eine tolle Unterstützung aus dem Kosmos, sagen wir mal. Ja? Also ich brauche nicht 100 Jahre warten, sondern hören wir auf.
Also hören wir auf mit der Pause und steigen wieder in den Ring. Vielleicht ist die Zeit jetzt doch gekommen. Danke, Kristallwasser. Das war die Botschaft. Wie sind da die Rückmeldungen in Bezug auf Kristallwasser? Ich kann Ihnen mal Folgendes vorlesen von Kunden, ja? Lieber Herr Klausner, vorerst herzlichen Dank und so weiter. Ich schenke ja den Leuten 100 Euro Cash, damit sie es über meine Buchhaltung kaufen können. Ich hatte mal eine Bestellung von einer Dame, die hat nur diese Augentropfen bestellt. Da habe ich ihr gesagt, ja wissen Sie, so kleine Lieferungen machen wir gar nicht. Ich schicke Ihnen noch ein Probeset dazu, kostet 50 Euro mehr. Da hat die mir zurückgeschrieben, tut mir leid, kann ich mir nicht leisten, ich bin Rentnerin. Da habe ich sie trotzdem geschickt und gesagt, sie soll nur die 24 Euro von der kleinen Flasche bezahlen, aber sie soll ein Euroweg-Konto eröffnen, ja, dort bei www.euroweg.net, und ich schenke ihr mal 100 Euro Cash, und die virtuelle Buchungslimite von 33.300 kriegt sie sofort, und sie kann dann diese Ware halbe bezahlen. Das heißt 50% auf Warenkredit. Also Warenbezugsrechte nennen wir es neu, und 50% von den 100 Euro, die ich ihr jetzt schenke. Darum hat sie mir geschrieben, sie bedankt sich mal für diese Möglichkeit, und seither bestellt die bei mir zum x-ten Mal über diese Software diese Produkte. Und dann schreibt sie Folgendes, ist also 74 Jahre alt, jetzt schreibt sie, für mich hat Kristallwasser Suchtpotenzial. Warum? Ich kann Ihnen das auch erklären. Ich habe dann auch nachgedacht. Wenn Sie es öfters trinken, Sie merken im Mund, es geht wie sofort in die Zellen. Es ist zellgängiges Wasser. Es hat keine Belastung durch Mineralien drin. Ja? Und diese Schwingung, die saugt Ihre Zelle sofort auf. Und darum kriegen Sie ein Suchtpotenzial. Ich habe ja früher nie, oder viele Menschen trinken gar nicht normales und dann noch ohne Kohlensäure. Ja? Die trinken sowas gar nicht. Die trinken Süßwasser, Sprudelwasser, aromatisiertes Wasser, Tee, Kaffee und so weiter oder Bier natürlich, und denken, damit hätten sie ihren Körper mit Flüssigkeit versorgt. Dem ist nicht so. Der Körper braucht zellgängiges Wasser, und darum gibt es aus Kristallwasser ein Suchtpotenzial. Das schreiben mir sehr viele Leute. Eben, sie schreibt, üblicherweise muss ich mich am Morgen programmieren, damit ich überhaupt dran denke, Wasser zu trinken. Beim Kristallwasser verhält es sich völlig anders. Ich muss mich zurückhalten, damit ich vorerst nicht mehr als 3/4 Liter davon trinke. Da ich die Reinigung sehr tiefgreifend erfahre, seit langer, langer Zeit übe ich meinen Fettzellen den Garaus zu machen. Also meistens sind wir ja alle zu dick, oder? Ohne Erfolg bis jetzt. Und dann schreibt sie, und jetzt ohne die Ernährung zu ändern, geht es plötzlich. Das macht das Kristallwasser, weil es räumt ihnen die Gifte aus. Und erst wenn sie die Fettzellen vom Gift, das die Fettzelle umschließen muss, damit sie wirklich nicht dran einen Schaden erleiden, erst dann kann der Körper Fettzellen abbauen. Mhm. Ja, und das hat sie auch sofort gemerkt, das merken auch alle. Jede Nacht werde ich mit brauchbaren Träumen gesegnet, und die außersinnlichen Wahrnehmungen, die ich praktiziere, werden klarer, tiefer und gehaltvoller. Danke Kristallwasser und danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass ich das erleben darf. Mhm. Ja? Und dann hat sie mir dann auch die Augentropfen noch geschrieben, nee, die Hanfcreme, die habe ich jetzt gerade irgendwo hingestellt. Ich bin bereits dabei, die Hanfkristallcreme zu testen. Ich habe den Ausweis einer eidgenössisch diplomierten Kosmetikerin. Das heißt im Klartext, dass ich über die Fähigkeit verfüge, täglich genau zu beobachten, wie sich meine Haut mit der Hanfkristallcreme verändert. Bereits jetzt bin ich höchst erstaunt und glücklich darüber, wie meine Haut, und ich gehöre eben nicht mehr zu den Jüngsten in Klammern, sich zum Positiven verändert. Sie will jetzt noch eine zweite Dose prüfen, nachher schreibt sie, und nachher wird sie mir einen genauen Bericht liefern. Ja? Und nachher noch, die Erfahrung mit den Augentropfen ist ebenso erstaunlich wie toll. Ich hatte bis anhin keine großen Probleme mit den Augen, trage aber zum Lesen seit längerer Zeit eine Brille. Nun habe ich festgestellt, dass ich schon nach nicht einmal einem Fläschchen, das sind 50 Milliliter, wenn die Umgebung nicht allzu düster ist, ohne Brille lesen kann. Das ist mir auch aufgefallen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, man wird ja so weitsichtig und muss dann die Sachen so hinschauen, dass man, ich kann wieder problemlos auch ohne Brille so lesen. Also das hatte ich vor 3-4 Jahren, konnte ich nicht mehr so lesen, jetzt kann ich wieder problemlos lesen. Ja? Und nach am Morgen, wenn man so ausgeruht ist, ich trinke immer einen halben Liter Kristallwasser, ich gucke in die Umgebung, denke, habe ich jetzt die Brille auf oder habe ich sie nicht auf? Ich sehe alles glasklar. Ja? Irgendwann brauchen wir keine Brillen mehr, Herr Stein. Ja?
Oder noch eine andere Dame, lieber Herr Klausner, hier grüßt Sie sowieso, ich lasse den Namen weg. Wir haben ein halbstündiges Gespräch gehabt, das bedankt sie. Und ja, wir werden uns baldmöglichst treffen. Und sie schreibt auch, dass es spannend wird. Ich möchte nicht jedes Wort sagen, aber meine Anerkennung und Gratulation für Ihr Durchhaltevermögen. Sie hat mich auch gefragt, warum ich schon 20 Jahre an der Humanwirtschaft durchhalte. Das zeugt von tiefer innerer persönlicher Stärke, nämlich erst ab einem gewissen hohen Energieniveau-Level bekommen wir auch die Vernetzung und damit Unterstützung aus den anderen Dimensionen. Also wie gesagt, bei mir hat Ihr Wasser in nur einer knappen Woche einen Kanal endgültig durchstoßen und nun ist es richtig spannend, diese enormen Möglichkeiten auch bewusst zu nutzen. Die Dame hat mir auch ihren Lebenslauf kurz geschildert. Das war eine der Damen, von denen ich gesagt habe, es genügt, wenn 2, 3 nach unseren Videos mich anrufen, aber das sind dann solche hochkarätige Leute, die uns wirklich auch politisch weiterhelfen können. Also für Sie ist es jetzt nicht einfach nur eine Möglichkeit oder ist nicht nur ein Geschäftsmodell, Ihr Kristallwasser, sondern für Sie persönlich und auch für andere ist es wichtig zum tieferen Verständnis des Ganzen. Weil Ganz Sie sagen, klar. Das klärt nicht nur den Körper, indem es die Fette rausschwemmt, nicht die Fette, sondern die in den Fetten enthaltenen Gifte rausschwemmt, sondern es klärt auch auf einer geistigen Ebene. Richtig. Und das hilft für den Verständnisprozess halt umso mehr. Richtig. Dann, ja. Die Augentropfen gehen ja direkt auf die Zirbeldrüse. Sie wissen okay. ja, was das bedeutet. Das ist die Hirnanhangdrüse, die dieses angeblich verkümmerte Organ, das da wohl das berühmte dritte Auge sein soll. So ist es. Ist nach oben gerichtet, ist ein linsenförmiger Hohlkörper, der früher angeblich zu größeren menschlichen Zeiten so groß war wie ein Tischtennisball und heute noch die Größe einer Erbse hat oder so. Das also sprich, der Rest unserer Anbindung nach oben. Es ist eine bewusste Steuerung, gesteuert über Fluor, Zahnpasta-Fluor, um schon die Kinder runterzudrücken. Ja. Jetzt Folgendes, ich habe vorhin kurz erwähnt, die Dame kann das Kristallwasser jetzt sich leisten, wo sie gemeint hat, es sei zu teuer, ja, über Euroweg. Das ist mal eine Schiene, die ich damit verknüpfen möchte. Aber wir haben noch mehrere Produkte. Wir haben hier aus der russischen Weltraummedizin, die Russen kennen noch Kristallwasser nicht, aber die haben mir die Vertretung gegeben für 2 Produkte, hier das Alpha und hier das Delta. Ich zeige Ihnen mal, wofür es unbedingt eingesetzt werden sollte. Ich nehme jetzt an, das ist Leitungswasser, Kristallwasser geht natürlich auch. Das Gerät hat eine sensationelle Funktion. Sie können also Ihr Leitungswasser, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, erstens sind Sie zu weit weg, um hier Kristallwasser zu besorgen. Sie nehmen Ihr Leitungswasser, kaufen ein Delta, schalten es ein. Programm 1 ist Wasser strukturieren. So, das heißt, Sie haben vielleicht auch zu viele Mineralien drin, die quasi nicht zellgängig sind. Mhm. Ja, wie Kalk. Kalk hat ja im Urzustand so eine richtige zackige Form. Ja, und dann klebt Kalk überall. Ja. Wenn Sie das strukturieren über dieses Gerät, das dauert 10 Minuten, ja, dann kriegt Kalk eine Kugelform und geht durch Ihren Körper durch. Oder durch die Strukturierung wird dieses Kalk, Magnesium, Calcium, man sagt ja immer, Mineralien seien gut für den Körper. Ja, nur wenn Sie bioverfügbar sind. Ganz wichtig ist, dass man Wasser strukturiert, ja, dass es zellgängig wird, dass es in der Energiespannung, also man sagt ja, die Zellen werden krank oder pathologisch, wenn sie unter 50, 60 Millivolt minus sinken, ja, dann reißt die Kette der Information. Das heißt, sie haben keine freien Elektronen zum Gehirn, respektive zum Immunsystem. Und dann weiß ihr Immunsystem plötzlich nicht, dass sie da einen Tumor haben oder da in der Leber oder da oder irgendwelche Krebszellen sich da extraordinär vermehren, explosionsartig vermehren. Und das Immunsystem kennt die Baustelle gar nicht. Haben sie aber, und es ist meistens eine Baustelle, die umringt ist von Müllwasser. Eben nicht strukturiertem Wasser. Ohne strukturiertes Zellwasser könnten wir gar nicht leben. Verstehen Sie? Also wir haben im Körper immer strukturiertes Wasser, aber durch diese Frequenzen, also unsere Elektrosmogvergiftung, unsere Nahrungsvergiftung, wir haben ja 400.000 chemische Stoffe in unserer Nahrung, die der Körper gar nicht kennt. Mhm. Und ein Organismus, unser Körper macht Folgendes, wenn er ein chemisches Element bekommt, ein Konservierungsstoff aus irgendeinem Bier, da sagt sich der Körper,
Na, mein Chef, der das Bier da trinkt, der hat sich wohl was dabei gedacht, warum er jetzt Bier mit Konservierungsstoff XYZ trinkt. Ich tue das mal deponieren. Und dann haben Sie Ihren Bierbauch. Ja, das sind die Giftstoffe im Bier, die sind deponiert am Po oder wo Sie überall Fettzellen haben. Und der Körper sagt, ja, vielleicht brauche ich das noch eines Tages. Und erst wenn Sie wieder strukturiertes Wasser trinken, erkennt der Körper, dass das Giftstoffe sind, ja, weil die Zellkommunikation wieder funktioniert. Darum nennen wir diese Geräte ja, das ist das Große, ist das Therapiegerät mit 5 Kristallen, weil die Kristalle sind wichtig, um je nach Körperorgan Ihre Körperfrequenz wieder richtig einzuschalten, damit der Körper die richtige Frequenz bekommt, um Ihr Müllwasser wieder zu strukturieren, damit die Elektronen wieder frei werden, dass es wieder freie Elektronen gibt, damit die Zellkommunikation ins Immunsystem, Gehirn funktioniert und dann erledigt der Körper die Baustelle. Wir heilen nichts, wir machen also nur die Kommunikation wieder. Die Selbstheilungskräfte wieder werden aktiviert, verstärkt, unterstützt, das, wenn ich es so verstehe. Ja. Es gibt nichts anderes als Heilung, als Selbstheilung. Auch der Arzt kann Ihnen nichts zum Heilen geben, sondern er kann nur entweder Symptome runterdrücken, indem er sagt, du hast keinen Schmerz mehr, weil die Schmerztablette so ein Gift ist, dass, dass du wie unter Drogen stehst. Oder er kann eine chemische Reaktion beschleunigen. Aber heilen tut der Körper sich immer selber. Okay, und mit diesen Frequenzgeräten, die aus Russland sind, kann man das Ganze umsetzen? Richtig, wer jetzt kein Kristallwasser kaufen kann, aus verschiedenen Gründen nicht, der soll wenigstens sein Leitungswasser mit diesem kleinen, das kostet noch ein bisschen weniger als das große, also man kann sich das leisten und man kann es auch wieder über meine Software mit 30-70% in virtueller Währung kaufen. Das ist wie wenn ich jetzt 30% Rabatt geben würde, ja, Sie haben zu wenig Geld, da gebe ich Ihnen 30% Rabatt, da verschenke ich meinen Gewinn und ich lösche eigentlich einen berechtigten Kaufkraftanspruch meinerseits, der ja auch meine Freiheit wäre. Verstehen Sie? Wenn ich aber sage, du, wenn du zu wenig Geld hast, dann erledigen wir das Problem, indem du Euroweg als Zahlungsmittel bekommst, nämlich dann bezahlst du mit deiner Gegenleistungsverpflichtung und von der hast du nie zu wenig. Mhm. Verstehen Sie? Sobald ich mit meiner eigenen Leistung was bezahlen kann, habe ich immer genug Geld. Und das machen wir mit unserer Euroweg-Software. Okay. Und damit können diese Geräte alle gekauft werden. Und das möchte ich den Leuten als Beispiel schon erwähnen. Erstens brauchen sie einen klaren Kopf, um die Software zu verstehen. Dann, wenn sie es verstanden haben, ein Konto eröffnet haben, können sie über diese Software mit 30-50% diese Produkte geldfrei einkaufen. Das heißt, vom Mangelgeld Euro in Papiergeld, oder? Werden Sie befreit und gehen auf eine zweite Schiene, die entmaterialisierte virtuelle Geldschiene, wo er selber der Kreditgeber ist, nämlich der Warenkreditgeber oder Warenbezugsrechte, weil Geld ist immer ein Bezugsrecht an Kaufkraft, also an Ware. Das gehört in dem Sinn einfach zusammen und ich möchte das eigentlich auch immer so empfehlen. Ich werde nie einen Vortrag halten, ohne dass wir Kristallwasser trinken, das ist ja logisch. Ja? Und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, zeigen einfach, dass das für Sie der richtige Weg ist. Dann, ja. Genau die guten Kunden, die ich schon, wie als die Leader sagen, mal sagen kann, die entdecken nachher dann das Euroweg-System, dass das eben genial ist, ja, und verstehen es dann auch. Mhm. Und um das geht's. Okay. Verstehen. Ja. Und theoretisch, wir können 33.000 Flaschen pro Tag produzieren. Könnten wir also die Mannschaft, die ich bei mir als Wegberater bezeichne, die könnten wir mit unserem Wasser versorgen. Okay. Zurück zu Ihrem Euroweg im Vergleich zu den Alternativen, die wir heute schon haben. In letzter Zeit ist ein Thema hochgeschwappt, das natürlich dann auch viele Leute interessiert. Das ist Bitcoin. Bitcoin, die quasi die virtuelle Währung. Vielleicht helfen Sie uns da mal ein bisschen so das Grundsätzliche zu verstehen. Was sind Kryptowährungen eigentlich und warum braucht es da so unendlich viel Energie, um einen Bitcoin zu generieren? Können Sie uns da helfen, das zu verstehen? Gerne. Also Geld ist generell ein Verwirrspiel. Das ist Absicht. Ja? Wir sollen es ja gar nicht verstehen. Ich darf jetzt mal hier auf diese Folie hinweisen. Geld wird schulmäßig als es habe drei Funktionen dargestellt. Und wir reden aber immer nur über Geld, nicht über Währung.
nicht über das Zeichen. Man sagt Euro, Dollar, Franken, das sind Geldzeichen. Geld ist es erst, wenn es als Banknote auf dem Tisch liegt oder auf dem Konto eine Kaufkraftforderung dokumentiert. Ja, Geld ist immer noch eine nicht ausgeführte Berechtigung an Ware, Kaufkraft. Ja. Und dann sagt man, ja, und weil es ja physisch vorhanden ist und noch früher mit Gold gedeckt war, dann ist es ja auch ein Wertaufbewahrungsmittel, also ein Wertspeicher. Ja? Und oben wäre es also als Tauschmittel, physisches Tauschmittel, das ist die erste Funktion. Die meisten Leute denken an das, aber denken gleichzeitig noch an das zweite als Wertspeicher und die Recheneinheit im Hintergrund. Und mit diesen drei kombinierten Funktionen bekommen sie es nie auf die Klarheit als gemeinsamen Nenner. Das ist das Verwirrspiel. Und in Euroweg gibt es diese drei Sachen nicht mehr. Tauschmittel brauchen wir nicht mehr. Wir haben nur noch Wertspeichergeld und die Recheneinheit ist logisch, die ist einfach das Zeichen, dass wir mit Euro rechnen. Das ist nur der gemeinsame Nenner und dann ist es nur noch Buchhaltung. Und dann wird es glasklar. So, und jetzt kann ich Ihnen auf dieser Basis auch Bitcoin und andere Sachen erklären. Mal fangen wir noch schnell mit PayPal an. Das ist auch eine physisch dargestellte Währung. Man kann ja dort einzahlen. Du kaufst PayPal. Du musst ja zuerst mit deinem Bankkonto oder mit deiner Kreditkarte PayPal verknüpfen. Und ich habe mal die Geschichte von PayPal nachgelesen. Die hat eben als das Transferieren über Banken immer noch 3-4 Tage gedauert, hat übers Ausland sogar 5 Tage, hat PayPal 2004 begonnen, ungefähr gerade wie wir haben 2005 begonnen, es elektronisch zu machen, kombiniert mit eBay, weil da war eBay gerade groß im Rennen. Und hat dann auch gesagt, ja, wir wollen nur kleine Beträge transferieren, ja. Und dann sind sie aber auch immer größer geworden und haben 2007 eine Banklizenz beantragt und demzufolge gehören sie zum System. Mhm. Also ich möchte auch diesen Vergleich PayPal, Bitcoin und so weiter dahingehend auf den Punkt bringen, sind sie systemskonforme, also materielles Schuldgeld systemkonforme Anbietungen, also Transfermöglichkeiten, oder wir sind absolut außerhalb des Systems. Also das ist eine zentrale Frage, weil viele Leute sagen, ja, ich möchte gerne aus dem System aussteigen. Ja, welches System? Das ist das Geldsystem, ja. Und wenn Sie bei PayPal dabei sind, sind Sie nie aus dem System ausgestiegen. Sie brauchen eine Kreditkarte, ein Bankkonto, das ist immer System. Mhm. Ja? Und dann verlangt PayPal natürlich auch eine Transfergebühr. Wie bei Kreditkarten muss es immer der Geldempfänger bezahlen. Hier habe ich eine Rechnung von mir mal aus einer Forderung, muss ich dann am Schluss noch die Gebühr von 128 Franken bezahlen. Das sind 3,4% der Gesamtrechnung. Ja? Also PayPal macht das unterschiedlich, je nach Größe der Summe. Bei kleineren Summen geht es sogar 3,8 bis 4,2%. Übrigens, wir haben auch, hier unten sehen Sie, Euroweg bezahlt auch der Kunde, nicht der Lieferant. Also bei PayPal, Kreditkarten ist immer der Lieferant der Ware, der das Geld bekäme und auch bekommt, der, sag jetzt mal, der Dumme, er muss dafür noch eine Strafgebühr bezahlen. Bis 5% bei Kreditkarten. Mhm. Ja. Der Schuldner der Kreditkarte, der zahlt dann bis 14% Verzugszinsen. Das kennt man ja auch, oder? Aber zuerst muss mal der Lieferant zusätzlich zu seiner Forderung, eine Zahlung zu bekommen, muss er noch 4% abschreiben. Bei Euroweg ist das 1-3%. Wir haben das auch gestaffelt, je nach Größe der Zahl. Aber wir sind in der Summe nirgends limitiert. Wir können von 1.000, 100.000 Millionen Beträge transferieren. PayPal hört ungefähr bei 10.000 auf. Also der große Nachteil von PayPal sind die horrenden Gebühren, sagen Sie einfach. Natürlich, ja. Die sind auch degressiv, also je höher die Summe, die transferiert wird, umso kleiner. Aber es ist wie bei Kreditkarten, der Lieferant muss das bezahlen. So, ich habe hier eigentlich noch zuerst das Experiment Wörgl, das wir vorher kurz erwähnt haben, nochmals integriert. Und zu PayPal kommen wir anschließend. Hier können Sie das nochmal lesen. Der Bürgermeister hat eben Zettel rausgegeben, damit Steuern bezahlbar gemacht. Dann wird das akzeptiert. Eine Lagergebühr von einem Monat, das sollte die Umlaufgeschwindigkeit erhöhen, hat es auch gemacht. Das stimmt, ja. Das ist aber ein Verlust, den ein Herr, der mal hier war,
richtig definiert hat, wenn ein Geld nach einem Jahr 10% weniger Wert hat oder nachher schon bald 100%, dann hat es am Ausgabetag auch schon weniger Wert. Also will ich das minderwertige Geld schnell loswerden. Mhm. Natürlich kaufe ich dann unsinnige Ware, nur damit es geldlos ist, dann kaufe ich irgendwas, ja? Oder spendiere es der Kirche, damit sie einen schönen Dom bauen kann. Das sind Nötigungen, die noch den Nachteil haben, dass sie Geld als Produkt immer darstellen, weil ein Zahlmittel, ein Geldzeichen, das nur Buchhaltung sonst wäre, mit dem Faktor Zeit verknüpft, macht immer ein Produkt daraus und Produkte kann man spekulativ einsetzen. Also ein Schwundgeld würden Sie als Nötigung bezeichnen? Natürlich. Ja, wenn man gezwungen wird, ja, das weiterzugeben. Richtig, ja. Was zu konsumieren, was ich vielleicht gar nicht will. Aha. Wenn ich nichts finde, na, dann schenke ich es halt der Kirche. Aha. Dann habe ich ein Guthaben im Himmel. Also der liebe Gott macht dann die Buchhaltung für mich oder führt mein Sparbuch. Ja. Ja, das war das Mittelalter, wo man sagt, das war doch eine tolle Zeit, die Leute hatten viel Zeit, die haben Paläste und Kirchen gebaut. Das ist falsch dargestellt. Das ist, wie Sie gesagt haben, das war eine Nötigung. Mhm. Ja? Mhm. Also wir nötigen die Menschen nicht mit Humanwirtschaft, mit der Humanbewegung und wir wollen durch demokratische Wahlen im Staat die Macht übernehmen und dieses Gesetz ändern, das unterste Rote. Heute wird eben alles, was alternativ ist, auch PayPal wird nur im Bankensektor als systemkonform akzeptiert, weil die Leute seit 2007 eine Banklizenz haben. Ja? Sonst würden die als marktbeherrschend, weil PayPal hat 20 Millionen Kunden, glaube ich, nur in Deutschland. Die wird die aber am System nichts ändern, hätten wir 20 Millionen Kunden auf Euroweg. Das System wäre schon lange geändert. Mal jede Wette. Ja? Also PayPal hütet sich, als Systemveränderer aufzutreten. Die wollen lieber beim System dabei bleiben. Ja? Darum haben sie eine Banklizenz. Ja? Und sie würden auch nie ein Gesetz einbringen, dass man Steuern in Landeswährung, nicht nur in Landeswährung zu bezahlen kann, sondern auch in Leistungswerten. Ja, weil dieses Gesetz, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen, blockiert jede Alternative, die nicht systemkonform ist. Mhm. Ja, und wir wollen einen Ausstieg aus diesem Schuldgeldsystem bieten. Ja, und dann dürfen wir keine Banklizenz beantragen. Ich werde nie eine Banklizenz beantragen, auch wenn wir 20 Millionen Euro-Konten haben, sondern wir übernehmen demokratisch gewählt durch Wohlstand für alle Argumente, durch Umsetzen des Verfassungsartikels der Schweiz, oder? Der Staat fördert die gemeinsame Wohlfahrt und die Chancengleichheit. Kann ein Kreditgeldsystem auf Zins- und Bankensystem und auch mit PayPal nie umsetzen? Fragen Sie mal PayPal, ob Sie einen Kredit bekommen. Gibt es nicht. Es gibt keine PayPal-Minuskonten, weil Sie ja immer zuerst auf das PayPal-Konto Cash Money einbezahlen müssen. Haben wir auch bei uns, bei Euroweg, aber nur als parallele Randerscheinung, um den Menschen aus dem neuen System den möglichen Rückweg ins alte noch offen zu halten, in der Meinung, dass wir nach 3-4 Jahren den alten materiellen Geldteil gar nicht mehr brauchen und das ist nur noch virtuell. Verstehe, ja. Sie hatten ja hier mal eine Sitzung mit dem Herrn Plan B-Vorsteller, Rico sowieso, und Herrn Andreas Popp, die das propagieren. Ah, noch interessant, wenn man internetmäßig bei Google recherchiert, dann Plan B oder Schwundgeld Wörgl oder Freigeldtheorie eingibt, da kommen nur negative Postings, eben gerade Betrugssystem. Das ist also von Google geschrieben, das ist nicht von mir oder von jemandem. Bei Google Search kommen solche Titel, was soll man von Plan B, Wissensmanufaktur halten, krisenfrei und so weiter, dann der Link und dann steht gleich als Großtitel Betrugssystem. Also Google will gleich die Leute davon abhalten, sowas überhaupt ernst zu nehmen. Ja, nicht so bei PayPal oder bei Bitcoin, das zeige ich Ihnen nachher gleich. Also unten habe ich ein bisschen richtige Sachen reingeschrieben. Das Freigeld oder fließende Geld sei eine Tarnung von dem Freigeld. Man muss einfach sagen, wenn ein Geld pro Jahr 10% weniger wird, dann ist es als Spargeld nicht geeignet, dann ist es wie eine Steuer. Das war ja früher auch als Steuer gemeint so. Und der Staat wird das natürlich entsprechend abschöpfen. Bedingungslose Grundeinkommen möchte ich auch mal erwähnen, ist auch keine Lösung, ist auch keine Wohlstand für alle Proklamierung, weil das bedingungslose Grundeinkommen belässt das materielle Geld,
dort, wo es ist. Die Geldschöpfung bleibt bei den Banken. Der Staat muss sich noch mehr verschulden, auch wenn es so kunstvolle Rechenoperationen gibt, dass man da und da was einsparen könne bei den Sozialleistungen. Das hat trotzdem keinen Systemwechselcharakter. Ja, das belässt das, ich sage immer, Steinzeitgeldsystem dort, wo es heute ist. Es macht einfach nach dem Gießkannenprinzip eine Almosenverteilung für Arme, dass sie ja schön arm bleiben. Und da liebe ich ein Zitat aus der Bibel. Ja, gib nicht den Armen Almosen, also dem Bettler sollst du nicht einen Fisch geben, sondern eine Fischerrute, damit er selber fischen kann. Mhm. So. Ich verstehe das Prinzip. Und Grundeinkommen ist Bettler unterstützen mit kostenloser Verteilung von Fischen, das heißt Grundnahrungsmittel. Ja? Mhm. Und dann belässt man sie auf dem Niveau. Wenn man ihnen aber Warenbezugsrechte unlimitiert gibt, das was wir hier machen mit minus 33.300, dann vergebe ich Fischerrouten. Also ich fördere Selbstständigkeiten von Jungunternehmen und dann werden die selbstständig und nicht Bettler. Und Grundeinkommen ist für mich ein Züchten von weiteren Bettlern. Auch wenn es im Moment schön dargestellt wird. Ja? Also Sie verteilen Angelrouten? Ich verteile Angelrouten, nämlich so viel Kredit, so viel Bezugsrechte auf Ware, wenn jemand eine Druckerei gründen will, da braucht er ungefähr 4 Millionen Maschinen, Gebäude und so weiter. Dann kriegt er 4 Millionen. Wenn einer eine Jeansfabrik errichten will, obwohl es von denen schon zu viele gibt. Also wir fördern nicht die Marktsättigung noch zu überbieten. Und der andere sagt, ich mache es halt billiger, dann kaufen alle meine Jeans. Das wird bei uns verhindert, weil wir finanzieren, respektive wir geben keine Warenbezugsrechte auf schon gesättigte Märkte. Das hat unser Wegbegleiter zu kontrollieren. Das sind so ein bisschen meine Kommentare hier unten. Das können wir jetzt auch überspringen. Und was gerade in der Schweiz Interessantes läuft, ich finde das eine super tolle Bemühung dieser Vollgeldinitiatoren. Ich habe die schon vor 4 Jahren mal darauf angesprochen, ob sie jetzt eigentlich für den Herrn Rothschild arbeiten. Dann kam ein komisches Erstaunen und eine Frage, aber wie ich auf das komme, sage ja, wenn wir den jetzigen Privatbanken diese Buchgeldschöpfung wegnehmen wollen, das ist die Initiative, und die wieder zurück auf die Nationalbank geben wollen, dass nur noch Nationalbanken physisches Geld und Buchgeld drucken können. Also bis auf etwa 4, 5 Ländern auf der Welt sind alle Nationalbanken unter Kontrolle von diesem Herrn, den ich gerade erwähnt habe. Also die Weltelite mit ihren Banken natürlich kontrollieren jegliche Staatsbanken. Und wenn Sie im Parlament eine Anfrage machen, haben wir gemacht, ob die Bundesregierung, also deutsche oder österreichische oder auch die Schweizer, ob die der Nationalbank irgendwas vorschreiben dürfe, zum Beispiel, wer soll Präsident werden? Ja, sie dürfen mit 1/3 der Stimmen mitstimmen, so als Alibi, aber die Mehrheit haben immer die Banken. Das heißt, die Banken bestimmen, wer ist Chef, wer ist Vizechef, welche Politik wird betrieben und natürlich immer für wen? Zum Vorteil des Staates. Sicher nicht. Zum Vorteil der Banken. Also diese Nationalbanken, das habe ich der Vollgeldinitiative den Herren dort erzählt, das wussten sie scheinbar nicht. Die haben doch dann als Argument gesagt, ja, wir wollen das Volk informieren, wie die Geldschöpfung funktioniert. Aber dass die Nationalbanken auch Privatbanken sind, das ist auch in der Schweiz nachlesbar durch die Aktienmehrheit, ja, das hatten sie irgendwo übersehen oder nicht ganz am Anfang festgestellt. Und in der Zwischenzeit wissen sie auch, dass sie sehr wahrscheinlich verlieren werden. Wissen Sie, wenn jetzt am 10. Juni die Abstimmung ist, oder, und die Nationalbank macht solche Reklame, die Schweizer 5 Liber, die Schweizer Helvetia da, das Bild, oder? Das ist ja auf den Schweizer Münzen, die Helvetia, die hält die Hand vors Gesicht. Ja? Und wenn Sie jetzt noch hier diesen Satz mal anschauen möchten, ich gebe Ihnen das mal zum Lesen. Welcher Satz? Im zweiten Abschnitt, oder? Die Schweiz dient als Versuchskaninchen, meinen Sie ja, das? Ja, genau, oder? Ganz genau. Ich lese mal kurz vor. Die Schweiz dient als Versuchskaninchen. Diese Idee ist keine Schweizer Erfindung, sondern wird von einer internationalen Bewegung vorangetrieben. Sie hat insbesondere in Deutschland zahlreiche Anhänger. Kein Land kennt ein solches System. Die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie dient ihnen deshalb als Versuchskaninchen, um eine Idee zu testen, von der niemand weiß, ob sie funktioniert. Rainer, dürfen Sie jetzt raten, wie viele Schweizer sowas akzeptieren und annehmen?
keiner sagt, jeder Schweizer sagt, wir machen doch nicht den Versuchskaninchen-Test für die Deutschen. Das ist ein Totschlagargument. Das wissen die Leute auch schon und machen scheinbar auch. Was heißt das für die Initiative, die ist von vornherein zum Scheitern verurteilt? Natürlich, ja. Das wusste ich auch. Das habe ich denen vor 4 Jahren gesagt. Das heißt, schade um die eine Volksinitiative, was die gemacht haben, braucht extreme Manpower. Das haben die. Die haben sicher Tausende von Aktivisten, die überall an Messen ihre Zettelchen und Broschüren verteilt haben. Bravour und wirklich bewundernswert. Und eigentlich kostet es 4 Millionen. Habe ich ihnen gesagt, gebt mir die 4 Millionen, machen wir wirklich Nägel mit Köpfe und können was umsetzen, das Hand und Fuß hat. Nämlich, wir müssen nur auf die Verfassung uns verbürgen lassen. Also so, lieber Staat, hier steht in der Verfassung, jetzt machst du das endlich. Ja? Und wir liefern dir die Alternative. Da kann niemand mit solchen Totschlagargumenten uns als unmöglich hinstellen. Zumal wir das Geld nicht nur für die Verfassungs-, also für eine Volksinitiative einsetzen, sondern zum Aufbau einer eigenen Parteienstruktur, die dann auch sich wählen lassen kann ins Parlament und dort eben 60% der Stühle einnimmt. Und nicht nur die Anwälte der Banken dort sitzen. Ich verstehe, ja. So, die Leute sind also von mir eingeladen, ich habe sie schon kontaktiert und werde sie weiterhin kontaktieren, dass wir dieses Konzept jetzt gemeinsam umsetzen. Und dann haben wir schon die Mannschaft, die wir brauchen, um nächstes Jahr die Wahlen zu gewinnen. Da ich Sie jetzt schon kenne und weiß, dass ich immer erst nach 20 Minuten die Antworten auf meine Fragen kriege, muss ich nochmal zurückkommen auf den Bitcoin, ja? Also sprich diese Kryptowährungen. Hier kommt's. Wie muss man sich das vorstellen als finanztechnischer Laie? Was ist eine Kryptowährung? Und wie gesagt, ich habe gelesen, irgendwie 4 Kernkraftwerke brauchen wir auf der Welt alleine, nur um die Bitcoins am Laufen zu halten. Was passiert denn da? Schauen Sie, wenn Sie was den Menschen als werthaltig verkaufen wollen, dann müssen Sie eben solche Geschichten erfinden. Die Börse sagt, wir leben immer nur von den Geschichten, nicht von der Realität, die dahinter steht. Ja. Also solche Geschichten, das braucht einen Riesenrechner, der diese Coins erzeugt und immer nur ganz wenig. Das ist wie die Henne, die alle 5 Jahre ein goldiges Ei legt. Also wollen doch alle dieses goldige Ei und bezahlen es mit Cash Money. Also so eine Geschichte macht mich zum Multimillionär, wenn ich die erfunden hätte. Schauen Sie mal, Kapitalisierung, das ist ein Geldbeschaffungstrick von ein paar Schlauen. Man vermutet ja Geheimdienste und so weiter an der Spitze. Man weiß ja nicht genau, wer es erfunden hat. Ja? Und eine Computerwährung, die dank Computerrechenleistung mit viel Energieeinsatz so also ein goldiges Ei legt, das dann jeder haben will und das jeden Tag einen anderen Wert hat, das ist nur, ich sag's mal so, nachdem man den Euro eingeführt hat, hat man so, glaube ich, 20 Währungen abgeschafft. Wissen Sie, wie viele Leute dadurch arbeitslos wurden? Sämtliche Währungsspekulanten wurden arbeitslos. Jetzt haben sie dank Computergeld haben sie eine neue Ersatzwährung kreiert, die nennt sich jetzt Bitcoin, OneCoin, Ethereum, Ripple und so weiter. Und damit können sie jetzt wieder wie vor 20 Jahren spekulieren. Nichts anderes, zurück in die Steinzeit. Und Kapitalisierung in Milliarden, schauen Sie mal, was soll der Blödsinn? Wie funktioniert ein Bitcoin? Wer handelt damit? Ich muss gestehen, es ist mir zu mühsam, meinen Geist auf sowas überhaupt zu bemühen. Darum kann ich es Ihnen nicht genau erklären. Ich kann Ihnen nur den Unterschied zu meinem System erklären, weil das habe ich angeschaut. Ich habe natürlich geschaut, sind das Konkurrenten zu meinem System? Sind sie nicht? Wissen Sie warum nicht? Eben, vorher schon gesagt, es gibt keinen Bitcoin-Kredit. Sie können kein Minuskonto bei Bitcoin führen. Gibt es nicht. Ja? Das Minus kennen die nicht, also kennen sie Buchhaltung nicht. Zweitens, in Euroweg gibt es hinter jedem diesen 2 Konten, dem Cash-Konto und dem virtuellen, gibt es einen E-Shop. Das heißt, dort drin stehen die Produkte, wie wir sie auf dem Tisch haben, mit einer fixierten Preisliste. Ja, wenn Ihr Bitcoin am anderen Tag wieder 5% oder 10% gestiegen ist, müssen Sie jeden Tag die Preisliste ändern. Müssen nämlich die Preise runterhaben, weil jetzt 1/1000 Bitcoin so viel wert ist wie früher 1 Bitcoin. Also wenn Sie früher, vor 3 Jahren, Preisliste 1 Bitcoin geschrieben hatten, dann würde niemand das Produkt kaufen, weil das hat jetzt ja 1000-fach höheren Wert durch die Wertsteigerung. Ja, okay. Also müssen Sie jeden Tag Ihre Preisliste ändern. Macht doch kein Unternehmer so einen Blödsinn. Also es ist untauglich für Warentransfer. Es ist nur Spekulation. Und es ist ein Spekulationsobjekt, wo viele Leute dann eben jetzt das große Geld wittern. Richtig, ja. Genau wie die Henne, die nach 3 Jahren ein goldiges Ei erlegt.
Nehmen Sie das wörtlich, ja. Und jetzt wollen alle solche Spekulationskunstwährungen kreieren und erfinden eine Geschichte dazu. Ich glaube das nämlich nicht mit den 4 Atomkraftwerken. Das kann gar nicht sein. Sowas hätte man, das würde die viel zu viel Geld kosten. Das ist eine Erfindung. Das sind die Börsengurus, die sich sowas ausdenken. Um es attraktiver zu machen. Natürlich, oder um zu sagen, dass darum hat es ja so einen Wert. Mhm. Ist doch nur ein dummes Gerede, ja. Also die Frage, und dann kommt noch etwas dazu, das habe ich auch natürlich aus einem speziell guten Buch, das PM steht jetzt habe ich es gerade vergessen. Gut, Müllschlägel, das M ist der Herr Müllschlägel, Peter Müllschlägel hieß der Mann, ja. Er ist verstorben, er hat mir auf sein Buch, das hat den Titel der Weltzentralbankpräsident. Die Baha'is haben das in die Welt gesetzt, ja. Die Baha'is haben 3 gute Voraussetzungen, ja. Die Welt braucht eine Weltsprache, eine Weltwährung und eine Weltreligion. Das ist richtig, das macht Sinn. Und er hat auch dort den Satz kreiert, viele Währungen ist genauso unsinnig, sich vorzustellen wie viele Götter. Können Sie sich das vorstellen? Auch die Moslems glauben an den gleichen Gott wie wir, Allah. Ja? Es gibt nur einen Gott, das hat man schon langsam hier zur Grundlage von Zivilisationen gemacht. Ja? Also die Vielgötterei ist abgeschafft, aber wir führen sie durch Bitcoin und andere Kryptowährungen wieder ein. Geld unser Gottersatz, haben Sie auch schon gehört. Ja, ich sehe jetzt da die Verbindung zu dem Bild nicht so ganz, also dass jetzt Religion und Währungen da so miteinander vergleichbar sind. Weil viele Leute denken halt einfach, es gibt einen Schöpferkosmos und die anderen sagen halt einfach nur, es gibt einen. Ja? Also ich sehe das Bild jetzt nicht gerade so vor Augen, aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja? Gut. Machen wir weiter. Die Lösung heißt bei uns Humanwirtschaft oder Euroweg aus folgendem Grund. Erstens, wir haben alle 3 Bereiche abgedeckt. Hier links, Kontoeröffnung. Dazu eine Philosophie der Entmaterialisierung des Geldes, abgesichert in 3 Büchern. 1500 Buchseiten, Sie haben es mal selber recherchiert. Und das Wichtigste, wir wollen es politisch zur Grundlage machen. Wir haben eine eigene politische Bewegung. Wenn Sie das bei Bitcoin oder PayPal oder Plan B genauso dargestellt sehen, eine umsetzbare, handhabbare Warentransfergeschichte, weil Geld ist immer Warentransfer, buchhalterisch abgesichert, mit juristischen Titeln, die Kaufkraft darstellen, also Geldtransfer, dann eine Philosophie, warum er zinslos sein soll, warum wir jetzt Geldmangel beseitigen müssen, warum es eine Konkursversicherung braucht in reinen virtuellen Geldsystemen, weil es kann immer einer 3 Tage, nachdem man sein Warenbezugsrecht auf 1 Million gestellt hat und er hat es kassiert, also nicht in Geld, sondern in Ware konsumiert und er stirbt danach, will doch kein Erbe diese 1 Million minus übernehmen, also muss das eine sogenannte Konkursversicherung. Das sind alles meine philosophischen Grundlagen. Mhm. Ja? Und dazu, weil ich es weiß, dass die Menschheit darauf ein Anrecht hat, weil es in jeder Verfassung logisch drinsteht, ja, dann muss dieses Geldsystem sich selber eine politische Basis geben und diese auch umsetzen wollen. Und sie muss wissen, dass das altes Geld noch kostet und das muss sie halt organisieren. So, und dann kann man sowas umsetzen. Ich verstehe. Ja. Und alle, die nur irgendwas, ein bisschen Philosophie, da das Mittlere Ihnen da erzählen wollen, ich sage Ihnen mal ehrlich, die stellen Ihnen nur ihre Zeit und martern ihr Gehirn, dass sie es versuchen sollten zu verstehen. Machen wir weiter. Ich frage mich immer, woher Sie diese ganze Energie nehmen, da so durchzusteigen. Und wir haben uns jetzt ja so oft unterhalten, auch geskypt und so weiter. Der ganze Kosmos, der in Ihnen da wabert und arbeitet, wo nehmen Sie die Energie her, wirklich? Ja? Von meinen Kunden. Ich habe Ihnen ein paar vorgelesen. Ich könnte Ihnen über Euroweg stapelweise Briefe von Menschen schicken, die mir gratulieren, dass ich das mache. Das motiviert mich auch. Ich mache es nicht für mich, ich mache es für diese Leute. Ja. Ich meine, Sie sind ja Unternehmer, Sie hätten ja auch einen ganz anderen Weg einschlagen können, sagen, ich habe so und so lange gearbeitet, jetzt liege ich am Pool, am Strand und habe meine Yacht oder sonst irgendwas. Aber Sie machen ja genau den Gegenteil. Sie sind ja überall unterwegs, wenn ich das so mitkriege. Noch eine wichtige Antwort, die sich ein Vater stellt. Wir haben Kinder.
Ja? Und ich will mir nicht von meinem, ich werde sehr wahrscheinlich noch 30 Jahre leben oder 50 Jahre. Ich stelle mir vor, dass ich 150 Jahre alt werde. Das ist, ich habe noch nicht mal die Hälfte meines Lebens. Ja? Mhm. Daher Ihre Antwort, also die Frage zu Ihrer Antwort, woher nehme ich die Energie? Wir haben die Energie. Ja? Und zweitens haben wir Kinder und eine Verantwortung für die Nachwelt, die wir hinterlassen. Ich will nicht demnächst hören von meinem Sohn, der jetzt 20 wird, die Tochter ist schon 37, die haben alle gute Jobs, also die Tochter, der Sohn wird erst hat eine gute Ausbildung, muss ich sagen. Ich will von dem nicht sagen lassen, du Vater, Papa, du hast nichts gemacht und hast uns so eine Schrottwelt hinterlassen. Jetzt kommt ja das neue, was für ein Gesetz haben wir jetzt gerade von der EU? Das Datenschutzgesetz, das ist ja eine Kriminalität hoch 10. Also sowas hinterlassen wir unseren Kindern. Das kann ja nicht unser Ernst sein. Also irgendjemand muss sagen, jetzt ist Feierabend mit diesem System, jetzt müssen wir was Neues haben, sonst getraue ich mich nicht mehr, meinen Kindern zu begegnen. Also Ihr Antrieb ist die Verantwortung gegenüber der Zukunft und damit natürlich der Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder. Und aller Menschen. Ja, okay. Ein hohes moralisches Anliegen, das Sie da haben, natürlich. Ja. Aber also, kommen wir zurück zu Ihrem Euroweg. Sie haben jetzt gesagt, Kryptowährungen und PayPal und andere alternative Währungen halten Sie nicht für sinnvoll, weil kein Systemwechsel in diesen Systemen drin ist, also kein Systemwechsel in diesen Währungen drin ist, in diesen Möglichkeiten, sondern nur, wenn man das System komplett auf neue Füße stellt, dann kann es funktionieren, weil der Grundfehler an sich dann weg ist. Richtig. Ganz genau. Und das ist die Basis von Euroweg dann. Ja. Ich nenne es die Invertierung schlechthin von allem, alle Gesetze. Und damit stellen wir die Welt oder die Menschen vom Kopf wieder auf die Füße, dass sie selber laufen können. Naja, alle Gesetze würde ich jetzt nicht invertieren. Du sollst nicht töten, finde ich einen ziemlich Nein, guten natürlich. Ansatz. Ja, das sind die sowas, biblischen Gesetze, okay, die sicher nicht. Ja. Aber die sehr vielen von Menschen gemachten Gesetze. Ja. Dass wir schon seit 2017 jetzt auch wieder über 770 Teilnehmer haben. Also jeden Tag eröffnen mehrere Leute ein Konto. Mhm. Wir sind jetzt softwaremäßig wieder aktualisiert, weil die Software haben wir ja mal 2.05 begonnen. Sie sehen hier, sie wurde 2.05 im Internet zuerst mal freigeschaltet. Also wir haben eine lange Erfahrungsphase hinter uns. Wir haben sie auch schon eben mit über 700 Kunden umgesetzt. Wir haben 3 Millionen Umsatz gemacht über Verrechnungen, weil wir die Software einsetzen, um Immobilien zu kreieren. Ja? Und wenn du Immobilien mit virtuellem, 20% virtuellem Anteil und 70-80% Bankkredite baust, haben beide etwas davon, das neue System kann wachsen und die alten Banken können noch Schuldgeld unter die Leute bringen. Mhm, ja? Und so starten wir das auch und wir haben das auch schon übersetzt. Wir haben ein Übersetzungstool, Englisch, Französisch, Serbisch haben wir schon drin. Und jemand wollte es auch schon auf Arabisch übersetzen und das ist das Nächste, was wir auch machen werden. Das ist das Übersichtsblatt über diese 2 Konten. Da könnten Sie mal sich diese Zahl hier merken. Einkaufsrahmen nennt sich das. Das ist eben buchhalterische Freischaltung eines Wareneinkaufkreditkontos. Mhm. Ja? Mhm. Warenbezugsrechte. Ja? Wir geben jedem, der diese 100 Euro Cash, Sie sehen hier unten, Depotkonto für Provisionen, dieses Konto, wer mit 100 Euro hier Cash-Einzahlung beginnt, das heißt, die ganze Kontoeröffnung kostet, es ist gratis. Also Kontoeröffnen kann jeder gratis, kostenlos. Ja? Aber damit er überhaupt diese 33.000 Euro transferieren kann, müsste er, weil es kostet 3%, müsste er 1.000 Euro Cash auf Depotkonto hinterlegen. Davon schenken wir ihm am Anfang 100 Euro. Dann kann er schon mal 3.300 einkaufen. Ja? Also überall, wenn jemand etwas anbietet, wir haben jetzt ein Restaurant dabei, gestern habe ich auch wieder 2 Konten eröffnet, in einer Kneipe, wo wir immer Seminare machen, der ist so begeistert, der kennt meine Vorträge schon, der kennt auch Alternativen, die eben dann keine waren. Und der hat gesagt, mache ich sofort mit, Konto eröffnet, 100% Menü 1. Ja, 100% vielleicht demnächst ein paar Zimmer. Ja? Mhm. Also wenn man in einem Hotel zeigen kann, wir demonstrieren das, wir können gleich das Essen mit virtueller Währung bezahlen, dann kostet es aber die 3% Cash und die schenken wir den Leuten am Anfang. Das Kontosystem macht auch Folgendes. Hier sehen Sie Kontostand, der ist jetzt im Plus. Ja? Das erhöht den Bezugsrahmen auf 59, weil
dieses meine Konto hat jetzt eben Ware geliefert, über 23.000, aber noch nicht der Gegner hatte, der Gegenüber, der Empfänger hat es noch nicht bestätigt, dass er das Geld akzeptiert. Also der das liefern muss, das ist eine meiner Firmen, da haben wir eine Bestätigung noch nicht bekommen, sonst würden diese nicht aktive Kontozeile wäre oben Einkommen. Das heißt, jeder Transfer muss von beiden bestätigt werden. Es kann keiner alleine Geld kreieren. Darum dokumentiere ich auch hier, Euroweg ist eine Geldschöpfung von Kunde mit Lieferant zusammen. Ist das dann der Handschlag eigentlich? Ja. So ja. Was früher der Handschlag genau. War, das Geschäft gilt jetzt. Wunderbar. Das ist dann die beidseitige Bestätigung des Vorgangs. Ich akzeptiere, dass du mich belieferst und ich mit einer Gegenleistung wieder das Konto auf Null ausgleichen darf. Und durch das quasi Bestätigen von beiden Seiten wird es auch dokumentiert. Ganz dass genau. Keiner sagen kann, Moment, genau. Ich habe dir gar nicht die Hand genau. geschlagen. Ja, und so. Auch Aha. die Garantie, dass der Lieferant liefert. Nicht wie ein Beispiel, das Sie mal erwähnt haben, Sie kaufen ein und die kriegen die Ware nie. Ja, aha, okay. Ja? Bei mir wäre die, darum ist diese noch nicht aktive Kontozahl, darum habe ich gesagt, man kann sich hier nur selber betrügen, aber der Lieferant bestätigt, der Kunde, Entschuldigung, der die Ware nicht bekommt, weil der Lieferant nicht geliefert hat, der kann die Zahlung blockieren. Sie ist wie vorgemerkt, also quasi der Lieferant weiß, aha, das Konto ist auf Reserve gebucht, also eine Prepaid, auf Zusehen, ob ich auch liefere. Und erst wenn geliefert ist, ist die Buchung definitiv. So. Die muss ich dann als Empfänger halt bestätigen, dass ich natürlich. Die Ware bekommen habe. Genau, ja. Ja. Ganz okay. genau. Erst dann ist die Buchung definitiv. Aber der Lieferant weiß, er kriegt das Geld. Also das dem Geld nachlaufen, wie das Inkassobüros machen, das gibt es hier gar nicht. Das ist eine Real-Time- Bestellung gleich Bezahlung. Wenn ich das Programm vorstelle, dann sage ich, geht mal auf den Shop hier. Hier sehen Sie alle 50%. Sie sehen sie 50% in Euro weg und 50% in Euro. Das heißt, eine Summe wird immer in Euro ausgewiesen. Das heißt, auch Schweizer Kunden, die müssen ihre Franken jetzt umrechnen in Euro. Hier können Sie also Kristallwasser, Augentropfen, alle diese Produkte, die ich schon öfters erwähnt habe, kaufen. Und Sie brauchen nur die Hälfte in altem Cash Money, ich sage immer altem Cash, für Sie ist natürlich das aktuelle Geld, oder? Für mich ist es alt. Ja? Das zahlen Sie zur Hälfte in altem Geld und zur Hälfte in neuem Geld. Ja? Und wenn Sie das bestellen, Sie können auch hier unten sehen, Sie ändern, deaktivieren oder eine Reverse-Auktion. Wir haben das so gemacht wie bei eBay, man kann es auch umgekehrt ersteigern, weil Geld hat jeder. Das sind die IQL-Produkte, ich habe das bewusst auch noch hinten dran gehängt, zum zeigen. Oben sehen Sie 20% in virtuell, 10%, 30% oder ich kann auch 100% virtuell machen. Ich kann jeden Prozentsatz aufsplitten in altes Geld, neues virtuelles Geld. Gibt es bei Bitcoin nicht, bei PayPal nicht, bei niemandem gibt es sowas. Ja? So, und bei uns gibt es eben, wenn Sie dann das bestellen, dann steht drum, der Auftrag wurde erteilt und bezahlt. Eine Bestellung gleich Bezahlung. Es gibt keine Zeit mehr dazwischen, wo jemand dem Geld nachläuft. Also in dem Sinn die Inkasso überflüssig. Konkurs unmöglich. Es gibt ja keiner, der sie betreiben kann gerichtlich auf eine offene Rechnung. Es gibt keine offenen Rechnungen. Okay, verstehe. Ja. Das nenne ich Systemwechsel. Und das fällt auch jedem Banker sofort auf, dass das die Zukunft sein muss. Das hoffe ich jetzt ehrlich gesagt, ja. Ich habe jetzt aber noch eine letzte Frage. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal gestellt. Es ist ja nicht nur so, dass Leute hier zugucken, die einen Geist haben für alles Neue, sondern das sind eher konservative Menschen, sprich die Systemlinge, die natürlich überhaupt nicht wollen, dass sich etwas ändert. Haben Sie denn keine Angst, dass man Ihnen da auf die Finger klopft und sagt, nein. Das ist die falsche Idee zur richtigen Zeit? Nein, nein. Na, die Zeiten sind vorbei. Also da geben Sie gar keine Energie rein in diese Gedanken, nein, oder? Was soll ich mit Angst da jetzt operieren wollen? Ja? Also wer Angst hat, braucht so etwas nicht vorzustellen. Ja? Schauen Sie, das ist noch ein Buch, das ich jetzt gerade beim Kopfverlag entdeckt habe vor ein paar Tagen. Da habe ich mir erlaubt, das zur Schlussfolie zu machen. Warum ich auch die Ostdeutschen als die idealen Kontoeröffner für ein bisschen das Ganze mit Substanz zu füllen. Oder ich sage immer, wir brauchen mal 100 bis 300.000 Konteneröffner, jetzt suchen wir die mal im alten Ostdeutschland, was mal DDR hieß, weil die ja den Tauschhandel damals gekannt haben, ja,
Und denen ist das Wort Entmaterialisierung des Geldes sofort geläufig als, ah, das ist Tauschhandel. Oder eben halbe halbe, 50% Cash und 50% Tauschhandel. Ja? So haben ja die Ostländer früher bis in die 90er Jahre ihre Ware unter die Leute gebracht. Ja? Musste man immer 50% Kompensation nehmen in Ware. Wir machen aus der andere muss kompensieren mit Ware, das eliminieren wir, dass er die Ware nehmen muss. Er muss das nur als Gutschrift auf seinem Euro-W-Konto nehmen und damit ist er frei, ob er jetzt Bohrmaschinen oder Elektromotoren, ich musste früher mal Bohrmaschinen und Elektromotoren für Crimpmaschinen kompensieren. Ja, wo habe ich denn die wieder verkauft? Gott sei Dank hatte das mein Vertreter gut unter die Leute gebracht. Aber in der Zwischenzeit macht das die Software. Ja? Und sehen Sie, die Umerziehung des westdeutschen Volkes, wir gehen natürlich als Westdeutsche oder ich als Schweizer weniger davon aus, das wird doch keiner zulassen. Ja, die sind ja so gehirngewaschen, die Menschen, dass sie an diesem System nichts Veränderliches feststellen können. Das heißt, es gibt ja den Satz, der vom heutigen System so veränderte oder gehirngewaschene Mensch hat das System als unveränderlich akzeptiert. Und das ist unsere selbst aufgerichtete Barriere oder das Brett vor dem Kopf. Wir akzeptieren das einfach. Wir wissen zwar, dass es so nicht weitergeht, aber wir akzeptieren, es geht so nicht weiter. Aber keiner hat eine Lösung. Mhm. Ja? Sie schon. Bitte? Sie schon. Sie haben die Lösung. Sonst würde ich nicht da sitzen. Ja. Also hätte ich nicht die Lösung, ja, hätte ich mir nie getraut, Sie zu fragen, machen Sie mit mir Videos. Ja. Ich hätte mich geschämt, irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Ja. Und ich hätte selber drauf kommen müssen, dass ich Ihnen einen Blödsinn erzähle. Ja. Weil mein Gehirn funktioniert auf Logik. Und wenn Sie logisch denken können, dann können Sie das logisch verstehen und den Unsinn selber entdecken. Und warum sitze ich erst nach 20 Jahren hier? Weil ich mir 20 Jahre nach 20 Jahre vorher jede Frage x-mal gestellt hat, habe ich irgendwo einen logischen Denkfehler. Und ich habe keinen gefunden. Und 10 Jahre haben mich Zuhörer, das waren Tausende an Vorträgen, geprüft. Und ich habe immer gefreut mich, wenn einer wirklich eine Frage gestellt hat, die ich noch nicht richtig durchdacht habe. Und da hatte ich Zeit, die Antwort zu finden. Und ich habe sie immer gefunden. Und seit ich weiß, ich kann Ihnen jede Frage beantworten, kann ich es mir hier leisten, Ihnen zu sagen, das ist die Lösung. Ich sitze immer wieder so da, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich dem Gegenüber stehe, sondern mir ist gerade einfach nur arschkalt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie da alles auf den Weg bringen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es jetzt nicht nur dieser eine Promille von Promille versteht und Ihnen dann da auch die Raketen auf den Rücken schnallt, sondern dass da wirklich mehr Leute erkennen, dass das wirklich eine Alternative ist und auch eine Möglichkeit ist, ein neues System auf wirklich gesunde Füße zu stellen. Würde ich mir sehr hoffen, weil wenn man sich die Welt anschaut, wie sie momentan ist, dann merkt man ja, dass alles in allen Ecken und Enden kracht es und kracht es und knarzt es. Es ist wirklich eine schwierige Zeit und Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ich habe noch ein Schlussbeispiel für Sie. Sie haben 100.000 Abonnenten, dieses Studio. Ja? Empfehlen Sie allen Ihren Abonnenten, ein Euro-W-Konto zu eröffnen. Ich schenke Ihnen 100 Euro Cash, 33.000 Euro Buchungslimit und dann zahlen Sie Ihnen jeden Monat die Abogebühr von 7 Euro und dann sind Sie hier im Wohlstand. Dann haben Sie genug Geld, um alle Ihre Träume zu verwirklichen für alle Mitarbeiter. Ja? Das nehme ich jetzt mal so hin. Mal schauen, wie wir das Ganze umsetzen können. Gut. Also Herr Klausner, vielen Dank, gute Zeit in der Schweiz und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, bei welcher Gelegenheit sich das auch immer geben wird. Ja. Okay. Alles Gute für Sie. Ja. Danke. Danke. Und vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Auch nochmal der Hinweis, die Folien, die wir hier eingeblendet haben, die haben wir unten verlinkt, entweder als PDF oder als Link über die Seite von Herrn Klausner selber. Können Sie selber nochmal nachschauen, worüber wir hier geflogen sind. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid, hier bei Steinzeit, bei uns bei Nuviso. Bis dahin, alles Gute. Ciao.